Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute beginnt die Folge auch so hier in dem Raum und wird auch so enden, weil heute, als ich auf dem Weg war zur Arbeit, war ich spät dran und obwohl ich meinen Akku geladen habe, hat sich das über Nacht bei meiner GoPro entladen und ich wollte jetzt nicht mit dem Handy aufnehmen, weil ich fand das irgendwie nicht so gut. Also klar, ist auch eine schöne Qualität. Aber irgendwie habe ich dann heute Morgen, weil ich auch im Stress war, weil ich zu spät dran war, habe ich auch gar nicht mehr daran gedacht, mit dem Handy aufzunehmen und habe jetzt gar nichts gemacht quasi bis jetzt. Und ja, wie war mein Tag? Ja, war stressig, hat viel zu tun gehabt und bevor ich ja weiter erzähle, kommen wir zu dem englischen Word of the Day, it's repost. Ja, das kann man eigentlich darauf beziehen beim Schreiben oder im Internet auf irgendetwas antworten. Das ist quasi die Übersetzung zu dem Wort Repost. Und ja, ich blende euch natürlich auch gleich nochmal den Screenshot ein, den ich auf dem Handy mache und dann nochmal bei WhatsApp hochlade. Ja, das Video ist auch heute leider ein bisschen kürzer. Zusammenzufassen ist zu sagen, der Tag heute auf Arbeit hat Spaß gemacht. Wir bieten halt Sandwiche an, wir haben Salat am Start, wir haben Kaffee. Ich mache da eigentlich auch die Barista-Tätigkeiten, aber dadurch, dass das Machen vom Kaffee hier sich total verändert als bei uns. Zum Beispiel deren Latte ist hier eigentlich quasi nur Milchkaffee. Also mehr Milch, also einfach, das ist quasi eine Art Cappuccino. Also keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und den Americano machen die auch komplett anders. Die nehmen, sagen wir, du bestellst jetzt einen großen mit 16 US, like Unzen und Ons. Das ist dann, keine Ahnung, wie man das umrechnet zum Deutschen. Ich glaube, das sind 330 Milliliter, vielleicht sogar mehr, Quatsch, das sind fast 600, glaube ich. Auf jeden Fall kochen die halt heißes Wasser auf und machen dann im Verhältnis dazu, beim großen Americano machen sie halt 4 Shots rein von Espresso, beim mittleren halt nur 2 und natürlich bei dem kleinen auch nur 2, deshalb ein bisschen stärker und mischen das halt mit Wasser zusammen. Ganz anders, als ich alles gelernt habe bei mir in der Espresso Lounge, wo ich da damals gearbeitet habe, als Nebenjob. Ja, ansonsten haben wir richtig geile Sandwiches, geilen Salat. Ich darf als Mitarbeiter auch immer das essen. Ich habe mir heute wieder mal das Schweinefleisch-Sandwich gegönnt. Wir haben halt so richtig schön Schweinebraten, frisch dort liegen, wird immer frisch zubereitet. Und dann schneidet der Koch das immer so schön ab, packt das auf ein Sandwich drauf. Ah, ist schon geil. Und die Salate sind eigentlich der Knaller. Also, wirklich, das ist ein cooler Laden, die macht zwar Spaß, viele junge Menschen, das ist durchwachsen, durchmischt. Und ja, musste heute 5 Stunden lang arbeiten ungefähr, das war okay. Auch einarbeiten, der mit der Kasse zu tun gehabt. Hab immer wieder zuhören müssen, was die Leute so wollen, weil die Aussprache ist so krass anders. Es gibt hier Mixed Grain Salad, das ist glaube ich so von allem etwas. Aber die sprechen es immer aus wie Mixed Green Salad, weil das ist aber Grain. Also G-R-A-I-N. So, und ich so, was? Hey, was steht bei mir nicht auf dem Board? Was willst du von mir? Ich finde es in der Kasse nicht. Ja, die meinten das. Ah, okay, cool. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, nach der Arbeit bin ich dann zu Sport Junkies gegangen, weil die bieten dort an, dass du halt Ski-Equipment ausleihst. Problem ist halt, ich wollte es nur für einen Tag haben und ich müsste das dann Sonntag halt um 2 Uhr zurückbringen. Schaffe ich nicht, weil ich dann für den Tag auch noch bezahlen müsste, obwohl ich eigentlich genau nach Arbeit das abgeben wollte. Hätte ich dann den vollen Preis bezahlen müssen für den zweiten Tag und dementsprechend werde ich morgen dann direkt vor Ort Cypress Mountain, wenn ich dann heute Morgen hochfahre, werde ich dann mir dort das Equipment kaufen. Das ist dann ungefähr mit dem Skilift, ich glaube, für den Tag $200 plus den Deposit, den man abgeben muss, also $400, denke ich mal, Maximum. Mal gucken, was da morgen auf mich zukommt. Und dann bin ich morgen in den Bergen endlich. Dann kann ich mal von oben, zeige ich euch mal Bilder dann von Vancouver. Darauf freue ich mich schon ganz sehr. Ich hoffe, ich verletze mich morgen beim Skifahren nicht. Und ich habe auch schon lange nicht mehr gefahren. Das war in der 9. Klasse. Das ist Ewigkeiten her. Aber gut, ich denke mal, das verlernt man nicht. Da gab es so die Regelung, ne? Pommes, Pizza. Pommes, Pizza. Pommes, Pizza. Dann gab es dann mit der Hüfte, die zu Kurven fahren. Ich glaube, das kriege ich morgen alles wieder hin. Ansonsten kann ich mir die Anfängerdinger nehmen, die heißen Snowblades, die sind ja total leicht, die sind kleine Skier und mit denen kannst du dann einfach wunderbar fahren. Ja, was mache ich heute noch? Ich werde heute noch zum Laden gehen und mir für die GoPro halt diese Kopfdings kaufen, damit ich hier vorne einen Kopf habe, damit ich beim Fahren morgen alles filmen kann. Und
Ja, darauf freue ich mich. Nochmal vielleicht einen kleinen Hinweis für jeden, der eine GoPro hat. Ich empfehle euch, macht den Sperrbildschirm rein, macht Sprachsteuerung aus und vor allem, wenn ihr das Ding in der Tasche irgendwo liegen habt oder sonst wo, und macht keine Quick-Aufnahme, also wo du oben auf den Knopf drückst und das Ding startet. Macht das nicht. Die Kamera macht alles gefühlt von alleine. Die spinnt dann total rum, also bei mir zumindest. Also ich war heute Morgen echt überrascht, ich hatte gestern extra einen Akku geladen. Ich habe ja zwei Akkus. Den einen habe ich vergessen nachzuladen und dann habe ich halt die Ladung gemacht und heute Morgen war es leer. Hatte zum Glück meine Powerbank bei, habe es dann dabei im Rucksack halt geladen, aber es war mir halt einfach gestern heute zu stressig, weil ich halt zu spät war zur Arbeit. Habe ich keine Aufnahme gemacht, sondern fange jetzt quasi hier mit dem Video an. Deswegen habt ihr auch sofort das Intro gehabt. Und das war eigentlich heute mein Tag. Es war entspannt. Heute leider nichts irgendwie Wissensreiches außerhalb des Wort des Tages für euch. Ansonsten kann ich euch nur sagen, falls ihr mal in Vancouver seid oder Urlaub machen wollt, dort vor Ort, empfehle ich euch mal das Railtown Café. Ihr kriegt guten Kaffee, der schmeckt wirklich gut und ihr habt auch geiles Essen dort. Die haben sogar auch Suppen da. Wir haben mal zwei Suppen des Tages, einmal eine Fleischsuppe und einmal eine vegetarische Suppe. Es ist für jeden was dabei. Ja, ich mag den Laden sehr. Ich werde aber, wenn dann das klappt, werde ich im März hoch nach Alberta fahren, zu Sex Smith, das heißt so, das heißt wirklich so Sex Smith. Und dort bin ich auf der Husky Farm leben für eine Weile dann, also für einen Monat dann genau, um genau zu sein. Ja, so, lange Rede, kurzer Unsinn. Danke, dass ihr euch das mal wieder angehört habt, euch reingezogen habt. Ich gehe jetzt gleich los und habe direkt ein Kopfteil für die GoPro und ja, beende damit das Video für heute. Also dann, macht's gut, bis bald, euer Bernd Quarte. Tschüssi!